Oh, hallo Ralf. Ich habe da schon drauf gewartet, dass du anrufst. Und? Wirklich? Das gibt das doch wohl nicht. Und wie viel? Das ist viel! Und wie viel Zeit habe ich? Oh, das ist nicht so viel. Ja, natürlich. Ich schaffe das schon. Mach dir keine Sorgen. Danke, Ralf. Vielen, 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 vielen Dank für alles. Ich sag dir Bescheid. Tschüss. Ja! Ich habe gerade die neuen Steuergesetze durchgeguckt. Jedes Mal, wenn die da oben was ändern, gibt es Kuddelmuddel. Das heißt, eigentlich gibt es immer Kuddelmuddel, wenn die da oben irgendwas machen. Ja, ich muss dich was fragen, wegen meiner Malerei. Was würdest du sagen, wenn ich mich da voll reinschmeiße? Oh, ich werd ganz jipperig, wenn du dich voll in was reinschmeißt. Das macht dich so sexy. Bitte was? Ja, du stehst ja mit so einem gierigen Blick in der Tür, wenn ich nach Haus komme. Im kurzen, schwarzen Negligé. Wann hab ich das jemals getan? Oh, oft. In meinen Träumen. Ich habe gerade mit Ralf Gutleb gesprochen. Er hat das geschafft. Tatsächlich? Ja. Mein Traum. Eine eigene Ausstellung. Bloß meine Bilder. In der Winterstein-Galerie in Pöseldorf. Das wird toll. Allerdings ist da ein Haken bei. Gehört der nicht immer dazu? Ja. Sie wollen bloß neue Sachen sehen. Am liebsten schon gestern. Ein halbes Dutzend wenigstens in Öl. Naja, und dann müssen die Sachen Ihnen natürlich auch noch gefallen. Und meinst du, kannst das schaffen bis gestern? Das versteht sich doch wohl von selbst. Bist du sicher? Ja. Glaube ich wenigstens. Ach, Georg, ich muss mir diesen Traum wahr machen. Ja, versuch das. Die Winterstein-Galerie. Die Galerie. Boah. Das wäre so ein großer Erfolg für mich. Dann mach das doch. Also gut. Auf in den Kampf. Das heißt aber, dass ich meine Zeit jetzt ganz genau einteilen muss. Nicht mehr so viel kochen. Öfters mal essen gehen. Ja, und Freunde nur noch treffen, wenn das gar nicht anders geht. Georg, ich muss dir was eingestehen. Oh. Als die Kinder endlich aus dem Haus waren, da habe ich mir große Sorgen gemacht, wie das mit uns beiden weitergehen soll. Naja, auf einmal waren da nur noch wir beide. Und keine Kinder mehr mit ihren Problemen, hinter denen wir uns immer so gut verstecken konnten. Ich habe das doch bei den Kellermanns gesehen. Knapp waren die Göhren aus dem Haus, da hat das kein Jahr gedauert und sie standen vorm Scheidungsrichter. Soll ich dir was sagen? Ich habe auch an die Kellermanns gedacht. Aber wir haben uns auch gar keine großen Sorgen machen müssen. Wir haben das so allerbest auf die Reihe gekriegt. Und so wird's auch weitergehen. Keine Scheidung in Sicht. Und weißt du auch warum? Na? Weil wir über alles reden. Wir reden miteinander, aber wir kriegen uns nicht in die Haare. Ja. Machst du einen Kaffee? Gern. Was hat dir die größte Angst gemacht? Angst? Was nicht. Komm, Georg, bloß raus damit. Wir reden miteinander. Ja, ich hab gedacht, ohne die Kinder und ihre Probleme könnte es hier ein bisschen ruhig werden. Du hattest Angst, ich hätte dann Zeit, dich mal anzugucken und würde Sachen an dir sehen, die mir nicht gefallen. An mir? Dem idealen Ehemann? Und du hättest vielleicht Sachen an mir gesehen, die dir nicht gefallen. An dir, der idealen Ehefrau. Willst du behaupten, dass dich nichts an mir stört? So ist das. Also das kann ich von dir nicht sagen. Aha. Und was stört dich an mir? Dass du mich angelogen hast. Wann? Na ja, als du gesagt hast, dass dich nichts an mir stört. Wieso sollte das eine Lüge sein? Ach komm, Georg. Ein Paar, das so eng miteinander lebt wie wir beide. Und alles aneinander macht. Das gibt das nicht. Bei mir schon. Tja, also gut. Dann mal ein einfaches Beispiel. Was hältst du von dem nicht gerade aufregenden Anblick von mir mit Lockenwicklern im Haar? Den sehe ich als Vorspiel zu dem wirklich aufregenden Anblick von dir ohne Lockenwickler im Haar.
denn mein endloser Klönschnack am Telefon mit meinen Freundinnen. Bloß Tratsch und Schnuderei. Da höre ich gern zu. Dann weiß ich immer Bescheid, wer gerade mit wem was hat. Georg, ich meine das ernst. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn dir irgendwas an mir nicht gefällt. Ich mach auch was an dir, nicht? Ja, das hast du schon gesagt. Ich hab gelogen. Das war Nummer eins. Das gibt aber auch noch Nummer zwei. Aha. Ich mag das nicht, wenn du mir ins Wort fällst. Ich habe noch ein bisschen Käse. Soll ich uns da ein Brot mitmachen? Ja, gern. Mhm. Wie meinst du das? Ich fall dir ins Wort. Ja, wie meine ich das wohl? Ich bin gerade dabei und erzähl was und du sabbelst mir dazwischen. Na ja, weil ich schon vorher weiß, was du sagen willst. Und ich dir so schnell wie möglich antworten will. Scheinbar weißt du oft schon, was ich sagen will, bevor ich selbst weiß, was ich sagen will. Ich kann eben hell sehen. Jo. Und wenn dir gar nichts Besseres einfällt, dann machst du einen Witz. Und ganz besonders kann ich das nicht ausstehen, wenn du mich vor anderen Leuten unterbrichst, um mich zu verbessern. Ist das nun immer noch Nummer zwei oder bist du schon bei Nummer drei? Sagen wir mal 2a. Auf jeden Fall ist das unhöflich und das ärgert mich. So, jetzt bist du dran. Mit was? Ja, ich hab dir gesagt, was mich an dir stört. Sogar zwei Sachen. Jetzt bist du an der Reihe. Ich red mich nicht gern um Kopf und Kragen. Na, du komm schon. Sei keine Bangbüchs. Ich bin keine Bangbüchs, ich bin bloß auf dem Kiviv. Ja, das wird uns beiden gut tun. Ich sag dir, was mich an dir stört und du sagst, was dich an mir stört. Na schön. Ich mach das nicht, wenn du deine Strümpfe, deine Schlüpfer, deine Büstenhalter und was weiß ich nicht noch alles in der Badestube aufhängst. Ich muss mir den Weg zur Dusche dann immer durch den Wäschedschungel freikämpfen. Für einen Fetischisten wäre das natürlich der siebte Himmel. Gut, ich werde da in Zukunft drauf achten. Und ich werde versuchen, dich nicht zu unterbrechen. Siehst du, das geht doch. War doch gar nicht so schwer, oder? Hat nicht sonderlich wehgetan. Weiter. Was weiter? Ja, was stört dich sonst noch? Sonst nichts. Ach komm, Georg. Ich hab dir zwei Sachen gesagt. Jetzt sag du mir auch noch eine, dann sind wir quitt. Ich will gar nicht quitt sein. Ich mach das unquitt. Nee, ernsthaft. Ich bin wirklich glücklich mit dir. Und ich liebe dich. Auch wenn du ab und zu einen Anfall kriegst. Aha. Da haben wir also Nummer zwei. Jetzt bin ich zufrieden. Ich bin auch glücklich mit dir. Aber ich muss zugeben, dass mir die Jungs ab und zu fehlen. Mir doch auch. Besonders die Katastrophen. Die letzte schöne Explosion hatten wir, als Michael den Wintergarten mit einem seiner Experimente in die Luft gejagt hat. Ist das nicht merkwürdig, dass man sich die größten Katastrophen auch schönredet, wenn man sich zurückerinnert? Was gibt es Schöneres für Eltern, als stolz zu sein auf das, was ihre Kinder zustande bringen? Also eigentlich war hier bald alles in Gruß und Muß, als sie hier wieder aufgekreuzt sind. Gott, war das schrecklich. Ehrlich gesagt habe ich mich jedes Mal ganz schön erschrocken, wenn das an der Haustür geklingelt hat. Ich hatte immer Angst, jetzt kommt einer von den dreien wieder zurück und will hier auf ewig vor Anker gehen. Hallo, mein Dear. Morgen, Georg. Hallo, Papa. Was ist das? Sieht aus wie ein Koffer. Der ist leer, oder? Wieso soll ich mich denn mit einem leeren Koffer abschleppen? Ja, das weiß ich nicht. Das war bloß so eine stille Hoffnung. Ja, vielleicht hätte ich vorher anrufen sollen, aber ich habe mir gesagt, warum soll ich euch denn Angst machen? Das ist ja nur für eine Zeit lang. Ich werde euch ganz bestimmt nicht stören. Also, ich mache mich unsichtbar wie ein Tarnbomber. Ich werde auf eurem Radar nicht auftauchen. Das Beste ist, ich ziehe in Michaels Zimmer. Papa, wo ist Mama? Mama? Och, Frau Klugner. Was willst du hier? Oh, ich hab noch ein paar Sachen draußen. Papa! Georg! Oh. Georg, kannst du mir mal helfen? Vorsicht, da ist mein Laptop drin. Papa! Papa, bitte sag uns, was los ist! Moderne Technologie für Anfänger. Roboterbau leicht gemacht.
EDV für Senioren. Georg, nun hilf mir doch mal das auftragen. Ja. Hey, halt, stopp, Papa. Du wirst mir das jetzt erklären. Ja, da gibt das nichts zu erklären. Deine Mutter und ich, wir machen eine Trennung auf Probe. Was? Was soll das heißen? Ja, wir sind seit 50 Jahren verheiratet. Wir haben es nie versucht und jetzt probieren wir es mal. Wir werden viel Spaß miteinander haben, du. So, Vorsicht, mein Laptop. Danke. Trennung auf Probe, meint er das ernst? Das weiß der Teufel. Die beiden haben sich schon ganz schön oft in der Wolle. Ich habe immer gedacht, deine Mutter hat das ganze locker weggesteckt. Ja, das hat sie ja auch. Wenigstens konnte sie hinterher immer groß einkaufen gehen. Was glaubst du, warum sie so viele Kaschmirpullis hat? Ich weiß nicht, mein Vater, der hat sich verändert. Irgendwas, das macht ihm zu schaffen. Ich werde Mama anrufen und rauskriegen, was los ist. Das macht euch doch nichts aus, wenn ich die Möbel so ein bisschen umstell. Ja, habe ich mir schon gedacht. Niemand da. Mein Vater ist also wirklich da oben. Wenn das keine Fata Morgana war, ja. Elli! Er hat gesagt, das ist für eine Zeit lang. Ja, aber er hat nicht gesagt, wie lang eine Zeit lang ist. Und dann hat er gesagt, er wäre ein Tarnbomber. Also noch eine Explosion überstehe ich nicht. Liebste... Keine Angst. Keine Angst. Ich kriege keinen Anfall. Ich bin ganz ruhig. Ich bin vollkommen entspannt. Wir müssen jetzt nur noch rauskriegen, wo das hier umgeht. Gut. Und dann kann ich mir das ja immer noch überlegen, ob ich einen Anfall kriege oder nicht. Sehr gut. Mann, was auch immer das ist. Ich lasse mir meine Pläne nicht kaputt machen. Ich werde meine Bilder fertig kriegen. Ich werde diese Ausstellung schaffen. Mach nicht auf! Wer ist das? Was weiß ich? Was auch immer das ist, hat das einen Koffer dabei? Ich kann keinen Koffer sehen. Aber das ist kein Das. Das ist deine Mutter. Er ist hier. Stimmt. Ja, Mama. Ich hab gewusst. Ich hab gewusst, dass er hier zu euch geht. Er ist einfach weggerannt, abgehauen. Oh, dieser Mann, er vergisst alles. Wenn er aus dem Haus geht, muss ich ihn erst gründlich untersuchen. Meistens vergisst er seinen Reißverschluss. Offener Pferdestall. Geht doch nicht. Er ist schlichtweg alt oder er ist mittlerweile Exhibitionist. Mama, Mama, was ist los? Morgenpillen, Abendpillen. Pillen gegen Blähung, Pillen gegen Verstopfung, Pillen gegen Gefäße. Salz, sondern die Füße mit einweichen. Hier was für den Kopf. Zum Einweichen, Kühlkissen, Pulle. Ich glaub nicht, dass er das Ding hier noch braucht. Man, zur Zeit ist bei ihm alles möglich. Papa sagt, ihr macht eine Trennung auf Probe? Ja, er nennt das so, dass die ganzen 50 Jahre eine einzige Probe waren, hat er noch gar nicht mitgekriegt. Ist das eine von euren bekannten Kabeleien, die alte Leier? Oder ernsthafter? Die alte Leier, will ich mal sagen. Mhm. Wo ist das Klo? Ich kann mich nicht mehr besinnen. Ja, ja, die grauen Zellen. Den Gang runter, Vater, die Tür links. Du hast mir nachspioniert. Ich hab dir nicht nachspioniert. Bloß deinen körperlichen Maläschen. Hier, deine Hausapotheke. Mama, wie lange geht das jetzt schon so? Seitdem er immer von AI fantasiert und von Robotern und Superbottern und Hinterbottern. AI? Was ist das denn? Artificial Intelligence. Man sollte meinen, das wäre Science Fiction, aber künstliche Intelligenz ist der Trend der Zukunft. Also, ich sehe das anders. Ich glaube, seine Intelligenz ist im Spiralnebel der Zukunft verschwunden. Deine Mutter ist eine wunderbare Frau.
ist sie immer gewesen. Dein Vater ist ein wunderbarer Mann, ist er immer gewesen. Aber ich bin dahinter gekommen, dass wir nicht zueinander passen. Nun ist er endlich klug geworden. Hat ein halbes Jahrhundert gedauert. Deine Mutter, so wunderbar sie ist, kommt mit der modernen Zeit einfach nicht mehr mit. Und dein Vater, so wunderbar er ist, tickt nicht mehr richtig. Apropos Ticken. Ticker, das war ein Roboter in der Universität von Philadelphia. Aber Mama! Ja, wisst ihr, was Delblue ist? Also, ich weiß es nicht. Georg, du? Tiefes Blau. Wenn einer zu viel getrunken hat. Also, Delblue, das war ein IBM-Computer, der den Schachweltmeister Harry Weinfurt. Harry so und so in einer ganz bekannten Schachpartie geschlagen hat. Künstliche Intelligenz. Vater, woher weißt du das alles? Viel lesen und nachdenken. Er kriegt alles durcheinander. Die Zukunft liegt vor uns. Er wird 80. Wie viel Zukunft da wohl noch kommt? Es gibt viele Leute, die werden 100 und älter. Freddy, es gibt Leute, die werden bloß 81. Ach, willst du damit sagen, dass ich nur noch ein Jahr zu leben habe? Nee, aber die Zeit, um die du dir Sorgen machen sollst, ist die von morgen und morgen und morgen. Ja, bis dir die Puste wegbleibt. Natürlich bleibt ihm die Puste nie weg. Ja, ja, wenn ich an morgen und morgen und morgen denken soll, dann denk du nicht immer an gestern und gestern und gestern. Heute ist wichtig, Friedi. Komm, lass uns nach Hause gehen. Nach Hause gehen und Trennung auf Probe, wie soll denn das funktionieren? Das geht nicht. Ja, warum nicht? Zu Hause ist das zumindest gemütlich. Ja, wie soll's gehen? Wir gucken uns einfach nicht mehr an und reden nicht miteinander. Ja, dann lasst uns in den Seniorenclub gehen. Da gibt es heute einen Vortrag über Senilität und ihre Folgen. Vielleicht wäre das was für dich. Danke. Mittwoch gibt es ein Kostümfest. Oh, da weiß ich schon, was ich anziehen kann. Alfred, die können dich da gut brauchen. Zum Beispiel bei Versicherung. Das hast du doch gelernt. Ja, schön und gut, aber nicht jetzt. Also geh nach Haus. Ist schon gut. Mach, was du willst. Du wolltest aufs Klo, Alfred. Geh hin. Ich? Wieso? Ja, das weiß ich doch nicht. Aber das liegt ja wohl auf der Hand. Richtig, ja, ich wollte mir die Hände waschen. Hast du schon beim Zahnarzt angerufen? Die schiebt das immer wieder auf die lange Bank. Hier, wenn Sigi Collin anruft, ich will den Anruf nicht verpassen. Klo! Ja. Die Welt von 2050. Das ist doch noch so weit weg. Na, ich geh denn. Was machen die Jungs? Oh, Michael und Elmar, geht das gut. Robert wohl auch. Aber der erzählt uns nicht so viel. Wenn ihr Hilfe braucht, ruft mich an. Ja, geht klar. Soll er dich nach Hause bringen? Nein, nein, ich guck noch mal bei Modenbruns vorbei. Da soll's eine neue Kaschmir-Kollektion geben. Bitte. Mach's gut. Sie sind meine Eltern und ich hab sie wirklich gern. Aber müssen Sie ausgerechnet hier bei uns zu Hause aufeinander losgehen? Ich weiß nicht, das kommt mir alles so bekannt vor. Genau so war das, als die Jungs hier wieder aufgekreuzt sind. Ich weiß. Ich hab da so eine Vorahnung. Sag mir, ich lieg da verkehrt mit. Du liegst verkehrt. Das hat mich nicht überzeugt. Versuch das nochmal. Elli. Ja, ja, ist schon gut, ist schon gut. Ich bin ganz ruhig. Mein Vater ist für ein paar Tage auf Besuch gekommen. Meine Mutter geht Kaschmir-Pullis einkaufen. Ja, die beiden haben sich ein bisschen in den Klatten, aber sie hauen sich ja zumindest nicht die Köpfe ein. Na, das ist doch schon mal ein Silberstreifen am Horizont. Ja, immer das Beste denken. Immer ruhig bleiben. Genau so. Keine Gefahr für meine Malerei. Das versteht sich. Ich habe eine Menge Arbeit vor mir und ich werde jetzt auf der Stelle mit anfangen. Mutter. Ich weiß, ich hätte vorher anrufen sollen, aber ich wollte nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Das ist
doch bloß für eine Zeit lang. Ich hab Kakerlaken im Haus. Was? Ich lass sie ausräuchern. Das einzige Mittel. Ihr wisst, die püstern damit so ein Gas rum oder so. Also hab ich mir gedacht, ich hau für ein paar Tage ab, eher dass ich in meiner eigenen Wohnung mit einer Gasmaske rumlaufe. Keine Angst, ich werd euch keine Arbeit machen. Ich bin so gut wie unsichtbar. Herzlich willkommen im Hotel Böckmann. Was für ein Hotel? Das Zimmer in der Mitte, das ist schon besetzt. Du kannst eins von den beiden anderen Zimmern nehmen. Danke. Bitte. Alfred, du bist auch hier. Gerade angekommen. Was für eine nette Überraschung. Dann nehme ich das da. Ja, warte, ich helfe dir. Georg, nimm mal den Koffer. Wir sind zu viert. Wir können Kanaster spielen. Einen angenehmen Aufenthalt. Das kommt mir jetzt aber schon sehr bekannt vor. Tut mir leid, meine Süße, dass meine Mutter hier einfach so reinspaziert. Ja, aber warum denn? Wenn mein Vater hier einfach reinspaziert, dann darf deine Mutter das auch. Ist ja bloß für eine Zeit lang. Ja, das sagt sie. Das wird schon nicht so schlimm werden. Ja, sicher. Die beiden sind ja unsichtbar. So werden hier zwei Gespenster umgeistern. Georg, rede mit ihnen. Aber natürlich. Erklär ihnen, wie das bei mir aussieht. Sie werden das schon verstehen. Aber sicher. Gut. Rede mit ihnen. Bei der ersten Gelegenheit. Bei der ersten Gelegenheit. Gut. Ich habe das nie wahrhaben wollen. Aber das ist wahr. Was? Wir sind die Burger-Generation. Burger? Die Hamburger-Generation. Unsere Eltern sind die untere Hälfte. Unsere Jungs die obere. Und wir? Wir stecken da mittendrin. Durch den Wolf gedreht. Ja, das meine ich. Ja, das mega Hexapotter IKT. Und dann Lötkolben, ein Blechschneider und diesen Superkleber da. Wann können Sie das alles liefern? Ja, hier ist immer jemand da. Ja, ich verlasse mich auf Sie. Ich möchte nämlich bald loslegen. Ja, bis dann. Papa? Was hast du da eben bestellt? Einen Lückenroboter zum Selbstbasteln. Oh, aber warte mal. Sigi? Ja, ich habe gerade bestellt. Mega Hexapotter IKT. Nee, das siehst du verkehrt. Das siehst du ganz und gar verkehrt. Ich werde es dir beweisen. Bleib mal dran, da kommt noch ein anderer Anruf hier. Ja? Sigi? Oh! Hallo, Walter. Ja, ich schnack gerade mit Sigi. Ach, du kennst doch Sigi. Nur weil er ein pensionierter Ingenieur ist, meinte er, weiß alles besser. Du, hast du mit Hans geschnackt? Und hat Hans mit Rolf geschnackt? Ach, Rolf hat dann mit dir geschnackt. Ja, wir schnacken dann später, ne? Ja, also tschüss. Ja, Walter. Sigi, das war Walter. Ja, ach, du kennst doch Walter, meine Güte. Ja. Du, er hat mit Hans geschnackt und der hat mit Rolf geschnackt. Also du wirst entweder von Hans hören oder von Rolf. Und wir hören dann später voneinander. Ja, bis dann. Tschüss. Ist Georg im Haus? Nein, Georg ist nicht im Haus. Er wollte ja nur für ein paar Minuten ins Büro. Das war vor 3 Stunden. Papa, was ist das jetzt mit dieser Roboterbestellung? Ich will mir einen kleinen Roboter selber basteln. Also, Georg wird das auch viel Spaß machen. Du, warte mal, ich zeig dir den Katalog. Papa? Telefon? Ja. Elli Bergmann? Oh, hallo Mama. Was? Ja? Ja, ich werde ihn fragen. Papa? Ja? Mama ist am Telefon. Sie will wissen, ob du deine Nachmittagspillen genommen hast. Mache ich jetzt. Er sagt, er nimmt sie jetzt. Ich frage ihn. Papa? Ja? Sie sagt, du darfst deine Nachmittagspillen bloß nehmen, wenn du auch deine Morgenpillen genommen hast. Ich habe meine Morgenpillen genommen. Er sagt, er hat sie genommen. Ein Augenblick. Papa! Ja?
Sie will wissen, ob du deine Morgengymnastik gemacht hast. Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe meine Visage mit dem Waschlappen gewaschen. Dann habe ich Zähne geputzt, habe Morgengymnastik gemacht und habe einmal Luft geholt. Und dann habe ich meine Morgenpillen genommen. Und ich werde meine Abendpillen nehmen. Dann werde ich beten, mich in meine Decke einwickeln und, so Gott will, süße Träume haben. Mama, es ist alles in Ordnung. Er macht alles ganz genau nach deinen Vorschriften. Tschüss. Ja. Ja. Oh. Hallo, Martha. Hier war dauernd besetzt. Ja, ja. Das kann ich mir vorstellen. Oh, ja, ein Deansabend. Ja, das hört sich nett an, aber hier ist im Augenblick so ein bisschen Kuddelmuddel. Ich kann hier erst weg, wenn ich so ein kleines bisschen Ordnung in diesen Laden gebracht habe. Ja. Ja, danke, das ist lieb von dir. Ja, bis denn. Tschüss. Papa? Wo willst du diesen Roboter basteln? Da hinten, im Wintergarten. Der Wintergarten da hinten? Der ist jetzt kein Wintergarten mehr. Da ist jetzt mein Atelier. Ja, aber du störst mich doch nicht. Aber du störst mich. Da ist jetzt schon nicht mehr genug Platz für mich. Tut mir leid wegen dem Atelier, Papa. Aber ich brauche das für meine Malerei. Und genau da werde ich jetzt hingehen und werde meine Rahmen bespannen. Hast du schon mal was von Aaron gehört? Aaron? Wer ist Aaron? Das war ein Roboter, der Bilder gemalt hat. Die haben sie sogar im Museum ausgestellt. 2030 brauchen wir keine Künstler mehr. Da muss ich mich ja ranhalten. Hm. Papa. Ja? Was soll diese Trennung dir bringen? Du hier, Mama da. Mal sehen. Mal sehen. Geh nach Haus und sprech dich mit Mama aus. Aber ohne großes Theater. Wann hab ich denn jemals Theater gemacht? Ja, vergiss es. Nee, wann hab ich Theater gemacht? Ach, das ist doch jetzt unwichtig. Wann? Da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, das ist doch auch egal. Ich will das wissen. Sogar im Geschäft haben sie immer gesagt, ich hab die Ruhe weg. Also wann? Ja, ich weiß das jetzt nicht mehr. Hab ich mit dir irgendwann mal Theater gemacht? Niemals. Niemals, Papa. Na, wir sind doch immer miteinander gut klargekommen. Immer. Das stimmt doch, oder nicht? Ja, das habe ich doch gerade eben gesagt. Ja, du sagst das, aber meinst du das auch? Ich meine, wir sind immer gut miteinander klargekommen. Und ganz besonders, wenn ich getan habe, was du gewollt hast. Können wir jetzt von was anderem? Nee. Ich habe dir niemals Vorschriften gemacht. Ja, vielleicht, als du noch klein warst. Auch du hast doch selbst Kinder. Du weißt doch, wie das ist, wenn man zum kleinen Kürmer sagen muss, was es tun soll. Ja, Papa, das weiß ich. Ja, aber später nicht. Nicht, als du älter warst. Niemals. Oder? Naja, ab und an hast du gemeint, ich wüsste nicht, was richtig für mich wäre. Nee, das hast du im verkehrten Hals gekriegt. Ich habe niemals Vorschriften gemacht. Ich habe ab und zu mal vielleicht einen Vorschlag gemacht. Aber das waren immer nur Vorschläge. Ist schon gut, Papa. Und dann dir konnte man ja sowieso nichts sagen. Du hast immer nur das gemacht, was du wolltest. Och, nicht immer. Ich habe mir auch allerhand gefallen lassen. Ach ja, dann gib mir mal ein Beispiel. Das ist doch jetzt alles so lange her. Ich bin dein Vater und ich will das wissen. Ronald Richter. Ah, der Sohn von Martha und Steffen. Ja. Du, Mama und die Richters, ihr wart damals ja dicke Freunde. Ihr seid zusammen in Urlaub gefahren, ihr habt eure Geburtstage miteinander gefeiert und ihr habt rumgetünt, wie schön das wäre, wenn Ronald und ich heiraten. Ja, aber das ging nicht gegen Georg. Du hattest ihn ja noch gar nicht kennengelernt und du weißt, wie gern ich ihn habe. Aber damals wollte Ronald, dass du ihn heiratest. Ja, ich weiß. Alle wollten sie das. Das wäre ja so schön in der Familie geblieben. Ja, aber du hast dich ja auf die Hinterbeine gestellt. Nicht einmal ausgehen wolltest du mit ihm. Du hast gesagt, du wärst nicht an ihm interessiert. Ja, und hast du dich einmal gefragt, warum? Ja, wir alle haben uns das gefragt. Wir konnten dich einfach nicht verstehen. Überhaupt nicht. Ach, du bist ein netter Junge und er hat dich so gern. Jetzt mach hier kein großes Theater. Naja, ihr hättet so gut zueinander gepasst. Nee, Papa, das hätten wir eben nicht. Ich habe ihm gesagt, ich wollte Künstlerin werden. Er hat gesagt, er hätte da nichts gegen. Wenn wir verheiratet wären, dann wollte er mich malen lassen. Ja,
mich mal lassen, Papa. Mich lassen. Mir Erlaubnis geben. Ich verstehe dich nicht. Ja, eben. Papa, geh nach Haus. Auch wenn du dich mit Mama immer wieder in die Wolle kriegst, eigentlich kommt ihr beiden doch gut miteinander klar. Moin. Grete, du siehst aber schick aus. Danke. Ich gehe zur Beerdigung von Marga Strunk. Marga wäre ganz schön böse, wenn ich nicht hinginge. Ja, aber sie wird das doch gar nicht mitkriegen. Kann man das wissen? Ich gehe lieber hin. Ja, ja. Das ist richtig. Also, pass auf. Ich fahre dich hin und irgendeiner von den Trauergästen kann dich zurückbringen. Hm? Danke. Hat Georg mit euch gesprochen? Über was? Also hat er das nicht getan. Gut, wenn wir schon mal zusammen sind, dann werde ich das machen. Was machen? Mit euch sprechen. Ja, über was? Ja, über das, was Georg nicht mit euch besprochen hat. Und was ich jetzt mit euch besprechen werde. Also, hört zu. Margas Grabstelle liegt auf dem Friedhof Nienstedten. Ich besinne mich noch, als ihre Kinder die gekauft haben. Sie hat wunderbare Morgensonne. Marga hat immer gesagt, ihr graut vor dem Gedanken, sie müsste in der düstern, feuchten Erde liegen. Nun hat sie bis in alle Ewigkeit Tag für Tag die Morgensonne. Das ist aber schön für sie. Wenn's nicht gerade regnet. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, also ich muss euch was sagen. Georg und ich, wir freuen uns, dass wir euch hier bei uns haben. Ach, das aber ist wirklich nett. Also Sigis Sohn würde sowas niemals sagen. Er hat gedroht, er lässt ihn wegen Hausfriedensbruch festnehmen, wenn Sigi ihn mal aufsuchen will. Nee. Ja, oder er will sich einen Wachhund zulegen. Das ist ja riesig. Ja, vielleicht habe ich ein klein bisschen übertrieben, aber so auf diese Art gehen die miteinander um. Tja, anscheinend sind Georg und ich da ein bisschen anders, ne? Agnes Meyer-Brink hat sich ihre Grabstätte auch in Nienstedten reserviert. Nicht weit von Margas Grab. Sie ist ganz glücklich, dass sie und Marga so dicht beieinander liegen. Natürlich erst, wenn sie tot ist. Dann können die beiden sich mal so richtig aussappeln. Und wie soll das gehen? Ja, wie das gehen soll, das weiß sie auch nicht. Trotzdem freut sie sich da erstmal drauf. Ja, das leuchtet auch ein. Ja. Also ich muss euch was erklären. Das gibt hier ein kleines Problem. Elli Bergmann? Ach, hallo Mama. Ja. Ja, ich werde Ihnen das sagen. Papa, der Handstein ist verstopft. Mama will wissen, wo der Pümpel ist. Auf dem untersten Board in der Garage. Mama, auf dem untersten Board in der Garage. Ich sag ihm das. Sie sagt, er hat sie schon nachgeguckt, da ist er nicht. Dann in der Kommode auf der Veranda. Er sagt dann in der Kommode auf der Veranda. Auch nicht. Ruf den Klempner an. Maras Beerdigung ist die Beerdigung des Monats. Letzten Monat war es die von Rosi Bliefert. Wunderschön. Aber ich bin mir sicher, die von Marga wird genauso schön. Der Bestatter ist aus Blankenese. Das wird fürwiss bannig schick. Ja, fürwiss. Paar von uns alten Dirns haben sich ihre Grabstelle ganz in der Nähe gekauft. Da gibt's ja noch den Friedhof Bornkamp und den Mennonitenfriedhof. Ja, 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 ich verstehe. Ja. So, pass auf, wir fahren jetzt los. Ja. Ich, geh noch mal bei dem Motorradladen vorbei und lass mir so eine Harley zeigen. Ich bin parat. Wiedersehen. Wiedersehen, Grete. Viel Spaß. Danke. Hab ich bestimmt. Georg, wo bist du? Ich brauch dich. Wo bist du? Elli? Ja? Wo bist du? Hier. Im Atelier. Oh, dein Vater, du. In der Garage ist ein einziges Tuhu-Wabu. Ich muss da wirklich mal klar Schiff machen. Wo warst du?
Hab ich dir doch gesagt, im Büro. Ja, du hast gesagt, für ein paar Minuten. Und das war vor 4 Stunden. Ein paar von den Kollegen wollten unbedingt Mittag machen. Naja, und dann kam eins zum anderen. Du weißt doch, wie das ist. Sind Sie hier? Deine Mutter ist auf ein ganz wichtiges Begräbnis gegangen. Sicher werden wir das heute noch im Fernsehen zu sehen kriegen. Mein Vater guckt sich Motorräder an. Wahrscheinlich lässt er sich bald noch tätowieren. Oha. Und? Hast du heute gut was geschafft? Georg, warum hast du ihnen das nicht gesagt? Was? Ja, was du ihnen bei der ersten Gelegenheit sagen wolltest. Ach so, ja. Bisher war noch keine Gelegenheit da. Machst du was trinken? Ja, eine Schorle. Mit wenig Wasser. Ich habe allen Leuten im Büro von deiner Ausstellung erzählt. Georg, du wolltest, dass ich unseren Eltern das sage, nicht wahr? Nee. Ja, natürlich wolltest du das. Und, hast du ihnen das gesagt? Nee, habe ich nicht. Also das verstehe ich nicht. Auf mich bist du sauer? Ich bin nicht sauer. Wir reden nur miteinander. Ja, ich weiß. Also, ich hab's ihnen nicht gesagt, du hast es ihnen nicht gesagt, wir sind quitt. Na, ich hab das wenigstens versucht. Aber die reden ja immer nur von Grabstellen. Was? Ja, Grabstellen auf dem Friedhof in den Städten, auf dem Friedhof Bornkamp, auf dem Mennonitenfriedhof. Hört sich lustig an. Und dann kam auch noch Aaron. Wer ist Aaron? Ach, dieser dusselige Roboter, der an meiner Stelle kommen soll. Also tut mir leid, da komme ich nicht mehr mit. Ja, ich weiß. Süße, was ist los mit dir? Du fragst mich, wo ich gewesen bin. Du hast mir nie vorgeschrieben, wann ich nach Hause kommen soll. Ja, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Aber ich kann mir denken, was mit dir los ist. Ich glaube, das wird Zeit, dass ich zu Nummer 3 übergehe. Nee, bitte geh nicht. Zu spät. Ich bin schon da. Also gut, dann raus damit. Du bist ein Wegläufer. Was? Ein Wegläufer. Darf ich zu wissen kriegen, was das bedeuten soll? Ja, das bedeutet, wenn sich hier auch nur das kleinste Problem zeigt, dann läufst du weg. Aha. Das wäre so einfach für dich gewesen. Und das hätte mir das Leben so viel leichter gemacht. Also ich finde das nicht so einfach, deinem Vater und meiner Mutter beizubringen, dass sie verdammt nochmal endlich abhauen sollen. Naja, so solltest du ihnen das ja auch nicht beibringen. So würde sich das aber für sie anhören. Ihr passt uns nicht in Kram, schert euch zum Teufel. Ach. Schmeckt die Schorle? Ja. Im Büro haben sie alle gesagt, sie wollen sich deine Ausstellung angucken. Das war immer so. Was war immer so? Dein Weglaufen. Ehrlich gesagt, hat mich das schon immer gestört. Das war meine Nummer 3. Aha. Sag du mir nun deine Nummer 3. Nee, ich möchte noch mal auf deine Nummer 3 zurückkommen. Nenn mir ein Beispiel, wo ich vom Problem weggelaufen bin. Ja, bitte. Als die Kinder klein waren, als sie Zähne kriegten, als sie gnatterig und jiddelig waren, da hast du dich in diesem Haus ganz schön rar gemacht. Ich habe uns eine Existenz aufgebaut. Das passiert nicht von allein, weißt du? Ja, natürlich. Das Geschäft, die Arbeit, das ist die liebste Ausrede von den Männern. Und denn unser Umzug von Glückstadt hierher. Ich musste den ganzen Umzug alleine schmeißen. Das heißt, meine Eltern, die haben mir geholfen. Du weißt, was damals los war. Mein bester Kunde hatte tierischen Ärger in Hannover und ich musste ein paar Tage da bleiben. Und als Michael das Gift geschluckt hatte. Och. Ja, wenigstens habe ich gedacht, er hätte das getan. Ich musste ihn zur Notaufnahme fahren. Wo warst du da? Woher sollte ich wissen, dass sie ihm den Magen auspumpen müssen? Vorahnung. Sehr witzig und sehr unfair. Und als ich Rippenfellentzündung hatte und mich kaum noch rühren konnte. Ich war so oft bei dir, wie ich konnte. Ja, aber verstehst du nicht? Ich wollte mehr von dir. Ich wollte von dir hören, dass alles in Ordnung ist. Dass es nicht schlimm ist, wenn ich zu krank bin, um irgendwas zu tun. Dass du mich liebst, auch wenn ich Fieber habe. Das hast du mir nie gesagt. Ja. Ich konnte das einfach nicht über die Lippen kriegen. Warum? Ach, ich hatte Angst, du würdest dann schlecht von mir denken. Oh. Also gut, jetzt ist das raus. Jetzt fühle ich mich besser. Vielleicht sollst du jetzt lieber deine Nummer 3 sagen, sonst kommen wir aus der Balance. Davor habe ich keine Angst.
Du solltest dir bloß abgewöhnen, dich an alles zu erinnern. Da kann ich nichts für. Das bleibt einfach alles in mir drin. Ja, schrecklich. Ich möchte wetten, du weißt noch, was für eine Krawatte ich zum Abiturball getragen habe. Gar keine. Du hattest einen Rollkragenpulli an. Bist du dir sicher? Beige. Schon gut, ich kann das auch. Ich erinnere mich noch an die Farbe von dem Kleid, das du zum Abschlussball getragen hast. Blau, hellblau. Das war auf der Silvesterparty vor 15 Jahren. Auf jeden Fall konnte ich mich noch daran erinnern, dass du ein Kleid anhattest. Jetzt habe ich meine Nummer 3. Dein Gedächtnis. Ein Elefant ist nichts dagegen. Oh, Süße, was ist los mit uns? Dein Vater und meine Mutter kreuzen hier auf, machen sich breit, du wirst nervös, alte Erinnerungen kommen hoch und ratzfatz haben wir uns in den Haaren. Ja, weil mir ratzfatz was aufgefallen ist. Was? Ja, ist das nicht merkwürdig? Das sind immer die Frauen in der Familie, die sich um die Eltern kümmern, wenn die in die Jahre kommen. Ich meine, der Mann, der sollte sich da auch ein bisschen umquälen. Und darum habe ich von deinem Weglaufen gesprochen. Schon gut, der Groschen ist gefallen. Ich hab gewusst, dass du das verstehst. Siehst du, das macht doch richtig Spaß, miteinander zu reden. Ja, vor lauter Freude werde ich mir noch einen Wein über den Knorpel gießen. Also gut, ich verspreche, ich laufe nicht wieder weg. Und ich verspreche, ich werde in Zukunft mehr vergessen. Besonders das, was ich getan oder nicht getan habe. Ich werde es versuchen. Haben wir nun alles besprochen? Fast. Kann ich noch einen Nachschlag haben? Mit noch mehr Wein. Was heißt fast? Wir haben hier ein Problem. Aber wieso denn? In ein paar Tagen ziehen Sie hier wieder aus und wir können weiterleben wie bisher. Und müssen nicht viel miteinander reden. Ich meine meinen Vater. Was ist mit ihm? Er kommt nicht mehr mit seinem Alter klar. Süße, das ist ganz natürlich, wenn man auf die 80 zusteuert. Ja. Aber ich glaube, er ist davon überzeugt, er ist erst Jahre nach seiner Geburt auf die Welt gekommen. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht, das ist bloß so ein Gefühl. Ich verstehe das alles nicht mit der AI und den Robotern und denn diese Sappelei von der Zukunft. Hm. Hat er sich da nicht ein bisschen viel vorgenommen? Ich glaube, er ist einfach neugierig und sein Hirn ist noch bös aktiv. Hm. Aber wenn er seinen Kopf weiterhin so voll bremst, wird er eines Tages noch explodieren. Hm. Also gut. Reden wir da erstmal nicht mehr von. Ich werde mich auf jeden Fall verdünnisieren. Ich werde mich morgen den ganzen Tag im Atelier einschließen. Wäre nett, wenn du mir Wasser und Brot vor die Tür stellst. Ellie. Ja? Ich liebe dich. Und ich werde dich immer lieben. Das ist nett von dir, Georg. Und am meisten liebe ich dich, wenn du nackig bist. Oh, Georg. Nackig heute ist nicht mehr dasselbe wie nackig damals. Ich merke doch keinen Unterschied. Kommt da einer vom Mars? Zurück in die Zukunft. Ach, das sind seine Klamotten für das Kostümfest im Seniorenzentrum. Oder doch nicht? Papa? Was liegt an? Dein Kostüm. Was ist damit? Ist das nicht ein bisschen merkwürdig, so auf der Straße rumzulaufen? Ja. 2060 wird das normal sein. Das ist doch für das Kostümfest im Seniorenzentrum. Ja, natürlich. Denkst du, ich habe einen an der Marmel? Zum Glück muss ich da keine Antwort drauf geben. Jetzt kommen Sie bestimmt schon mit der Zwangsjacke. Ich denke nicht dran und veranstalte diese Trennung auf Probe ganz alleine zu Hause. Keine Bange, ist nur für eine Zeit lang.
Ich werde überhaupt keine Umstände machen. Ich weiß, Mama. Du wirst ja unsichtbar sein. Jetzt haben wir hier drei Gespenster im Haus. In Michaels Zimmer wohnt Robofried. In Elmas Zimmer die schwarze Grete. Roberts Zimmer ist das Einzige, was noch frei ist. Aber halt dich ran, sonst schnappt dir das noch einer weg. Du wirst mir noch dankbar sein. Warte mal ab. Du kennst deinen Vater nicht. Auch für sie einen angenehmen Aufenthalt. Kinder wird man nicht los, das haben wir gewusst. Aber Eltern auch nicht. Das lernen wir gerade. Aber so schlimm ist die Lage ja nun auch wieder nicht. Wenigstens haben wir was geschafft. Na, da bin ich neugierig. Wir können jetzt ein Schild an die Haustür bummeln. Alle Zimmer besetzt. Das ist vielleicht ein Kuddelmuddel dabei. Überall Roboterzeug. Wenn er den ganzen Klumpatsch irgendwann zusammenkriegt, kommt bestimmt sowas wie Godzilla dabei raus. So ein kleines Knuddeltier, das hat mir gerade noch gefehlt. Elli Böckmann? Oh, hallo Ralf. Ja. 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 Ist alles wunderbar. Ich komme gut voran. Nein, 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 nein. So weit bin ich noch nicht. Ich kann noch nichts vorzeigen. Und erst recht nicht den Leuten von der Wintersteingalerie. Ja. Ja, natürlich. Ich sag dir Bescheid, wenn das soweit ist. Danke für deinen Anruf. Tschüss. Ich würde ja zu gern mal einen Blick auf deine Bilder werfen, ne? Ich weiß, du bist noch nicht so weit. Ich bin ja auch geduldig. Aber das wird mir schon unheimlich, wie du das durchhältst. Bei all dem Puhai um dich rum. Puhai? Da merke ich gar nichts von. Moin. Moin. Vater, was hast du da? Das brauche ich für meinen Roboter. Ich muss noch die Ohren anlöten. Das kommt da gar nicht in die Tüte. Komm, gib her. Ich bring das in die Garage. Nein, keine wieder. Gut, und Grete kommen gleich vom Markt. Ich gehe eben raus und helfe ihm beim Fahren. Papa, ja. Der Kühlschrank ist voll mit Batterien. Ja, weiß ich. Die habe ich da reingestellt. Da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, dann halten sie länger. Ja, aber im Gemüsefach. Ich werde einen Schlag kriegen, wenn ich Wurzeln schraben will. Ja, schon gut, schon gut. Ich werde sie woanders unterbringen. Und zwischen den Spaghetti liegt Elektrokabel. Oh, die habe ich schon gesucht. Ach. Und ich dachte, du wolltest Spaghetti mit Kabelsalat machen. Ja, tut mir leid. Ich werde die Spaghetti woanders hinbringen. Oh. Nur noch ein paar Tage. Nur noch ein paar Tage. Weißt du, was ich glaube? Mein Vater, der wird nicht 80, der wird 14. Geht's dir nicht gut? Oh, mir geht das allerbest. Alfred, was doch auf mit der Melone. Die Invasion geht los. Nun wirst du mal sehen, wie sich ein Wegläufer in einen Dableiber verwandelt. Also, hallo. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Blumen haben wir vergessen. Hört mal zu, ihr beiden. Ja. Biologische Uhr, kennt ihr, ne? Ja. Eines Tages wird es hingeben, die können die Wechseljahre von den Frauen bis ins hohe Alter rausschieben. Na, das ist doch was. Können wir uns jetzt schon drauf freuen. Aufsteigende Hitze bei den 80-Jährigen. Wenn's die überhaupt noch gibt. Ich meine die aufsteigende Hitze. Ja, richtig. Die ist ja vielleicht auch schon passé. Die Melone sieht herrlich aus, Elli. Ich will hoffen, die schmeckt doch so gut. Danke, Mama, das ist lieb von euch. Ich habe auch noch Ananas. Können wir lecker Obstsalat machen? Was ist mit der Periode? Wie, was? Na ja, Wechseljahre oder Periode. Wenn man eins von den beiden abschaffen könnte, ich glaube, die meisten Frauen würden die Periode nehmen. Was meinst du, Ruth? Ich würde keins von beiden missen. Genauso wie Kompressionsstrümpfe. Stirnhöhlenveralterung. Hühneraugen. Hämorrhoiden. Schon gut, Mutter. Wir haben's kapiert.
in der Medizin wird alles möglich sein. Ein Doktor kann über tausende Kilometer mit einem Roboter eine Operation durchführen. Aber ein Arzt muss doch erst mal eine Betäubungsspritze geben. Ärzte kriegst nicht mehr zu sehen, die sind doch alle weg. Hier, und Sensoren können dein Gehirnkasten nach einem Aneurysmus absuchen. Was ist ein Aneurysmus? Weiß ich nicht, auf jeden Fall nichts Gutes. Alfred, du schnackst wie ein tüdeliger Professor. Hier, aber das noch eben. Videokameras werden alles registrieren. Und wenn du dich eine Zeit lang nicht bewegt hast, dann wissen sie, du schläfst. Oder bist tot. Und zur Beerdigung werden sie dir irgendeinen Roboter vorbeischicken. Und die coolen Gräber sind alle miteinander arbeitslos. Ja, ja, mach du dich mal lustig, ne? Hier, super Pillen fürs Gedächtnis. Was denn für Pillen? Hab ich vergessen. Dann wird die Jugend wahrscheinlich abgeschafft. Halt, stopp! Nun mal zurück in die Gegenwart. Vater, du steuerst ja nun auf deinen 80. zu. Ja. Und da wollen Elli und ich mal was ganz Besonderes für dich machen. Ja, okay. Was soll das? Der macht doch nichts Besonderes. Meine Zeit, was sind denn 80 schon so besonders? 80, das ist doch bloß eine Zahl. Ja, ihr seid wirklich lieb und nett und es macht mir auch Spaß, mit euch zu klönen. Aber ich hab noch so viel um die Ohren, wenn ihr mich bitte entschuldigt. Willst du auf deinem Motorrad hopsen und absausen? Er hat kein Motorrad, er hat ein E-Bike gekauft. Alfred! Ja, ich arbeite mich so ganz sutsche zum Motorrad hoch. Ja, wenn du ein E-Bike mit Wasser begießt, dann wächst das ganz sutsche zum Motorrad ran. Haha, war nicht lustig. So um 2080. Im Jahre 3000 kann der Mensch alles das, was ein Roboter auch kann. Kann mich nicht mehr interessieren, dann bin ich über 1000 Jahre alt. Da gibt's bloß noch Roboter, die Menschen sind dann nicht mehr da. Ich kenn ein paar Leute, da würde mir das nix ausmachen, wenn die jetzt schon nicht mehr da wären. Gut, bitte geh nach Haus. Trennung auf Probe. Wie soll denn das funktionieren, wenn du die ganze Zeit hier bist? Ich bin hier, meiner Tochter zu helfen. Hast du beim Zahnarzt angerufen? Nein, habe ich nicht. Ja, dann tu das doch bitte. Oh, diese Frau. Oh, dieser Mann. Also gut, Elli, du musst deine Bilder malen. Ich kümmere mich um die Küche. Nee, lass mal. Das mache ich schon. Du, ich kann das. Ich bin ganz ordentlich. Ja, ich weiß. Aber dein ordentlich und mein ordentlich ist nicht dasselbe. Dann ist ja alles klar. Ich gehe shoppen. Kommst du mit, Grete? Nee, danke. Ich brauch nichts. Was hat das da damit zu tun? Und später. Und später gehe ich dann nach Hause. Fein. Ich werde mir die Garage vornehmen. Ja. Ich mach deine Mutter. Gibt nicht viele Menschen, die ihr Herz so auf der Zunge tragen. Oh nee. Dagegen kann wohl auch ein Maulkorb nichts ausrichten. Bei deinem Vater auch nicht. Da hilft bloß zunähen. Ja, aber auf die Art ist bei den beiden immer was los. Obwohl, bitte sei mir nicht böse, wenn ich dir das sag. Ich glaub nicht, dass dein Vater überhaupt versteht, von was er da spricht. Wenn du mich fragst, ich auch nicht. Natürlich gibt es viele Menschen, die nicht wissen, wovon sie reden. Aber wenn die alle aufhören würden zu reden, dann würde das unheimlich still werden. Auf jeden Fall möchte ich dir danken, dass du mich hier wohnen lässt. Aber Grete, du machst uns doch fast überhaupt gar keine Umstände. Das ist ja nur für eine kurze Zeit lang. Ja, aber gerade nun, wo du so viel vorhast, was ist das? Diese Skizzen, die habe ich damals auf der Kunstakademie gemacht. Die sind gar nicht gut. Danke, Grete. Andere Leute haben das auch gemeint. Damals.
Ja. Ich denk auch gern an das zurück, was schön war, was nicht so schön war und was gräsig war. Das gibt einem schon zu denken. Wie meinst du das? Na ja, wie dein ganzes Leben hätte es ganz anders verlaufen können, wenn da nicht irgend so ein unwichtiger Kram passiert wäre. Wenn ich diesen Sommer zum Beispiel nicht meine Cousine Charlotte besucht hätte, dann hätte ich Georgs Vater gar nicht kennengelernt. Er fehlt mir so. Ich weiß. Natürlich war er zu der Zeit noch gar nicht Georgs Vater. Man, den gibt es Georg gar nicht. Und ich hätte dich nicht kennengelernt. Und ohne dich und Georg hätte ich auch gar keine Enkelkinder. Das wäre natürlich jammerschade. Stell dir mal vor, ich hätte den Sommer überhaupt niemand besucht. Dann hätte ich auch keinen getroffen und keinen zur Welt gebracht. Der hätte nicht heiraten können, weil ich es ihm ja gar nicht gegeben hätte. Kannst du mir folgen? Ja, ich glaube wohl. Ist ja auch egal. Nicht jede Schwiegertochter würde das so machen wie du. Wie denn? Na ja, ihre Schwiegermutter so nett aufnehmen. Ach. Die meisten Schwiegertöchter täten das nicht. Sogar wenn die Schwiegermutter krank wäre, wollten nicht alle Schwiegertöchter sie um sich haben. Nicht alle Schwiegertöchter. Henriettes Schwiegertochter zum Beispiel. Henriette hatte eine künstliche Hüfte, besser gesagt sogar zwei. Ihre Schwiegertochter hat das gar nicht gefallen, dass sie sich gleich zweimal um sie kümmern musste. Wer weiß, was sie das ein drittes Mal überhaupt noch getan hätte. Wie geht man eigentlich mit drei Hüften? Zum Glück werden wir das nie zu wissen kriegen. Rita hatte Nierensteine. Das hat nun aber wirklich nichts mit Schwiegertöchtern zu tun. Hast du gewusst, dass man diese Steine mit Ultraschall zertrümmert? Ja, da habe ich schon von gehört. Hinterher hatte sie bloß noch Nierenbrösel. Die werden dann kleiner gemacht zu Nierenstaub. Und den hat sie dann einfach so, entschuldige bitte den Ausdruck, mit rausgepieselt. Du musst sie doch nicht entschuldigen. Ich habe drei Jungs großgezogen. Ich bin ganz andere Sachen gewohnt. Oder waren das Gallensteine? Na, ist ja auch egal. Zum Glück hat sie jetzt nur noch unter Schwitzerhändchen zu leiden. Beim Kartenspielen werden ihre Karten immer ganz glitschig. Ein paar von uns alten Dirns haben schon verlangt, sie soll sich Handschuhe anziehen. Die sind wirklich bannig lieb und nett, aber manchmal können sie auch ganz schön krötig sein. Eine von uns, die hatte mal so ein Pieksen an der Seite. Weißt du, was dann passiert ist? Keine Ahnung. Beim nächsten Kaffeekränzchen hatten sie alle irgendwo ein Zipperlein. Sie haben es ja einfach nicht gegönnt. Wem hat das hier wehgetan, Rosi da? Das war das reinste Zipperlein-Wettbewerb. Und der Sieger durfte sich einen Nachttisch aussuchen. Also wirklich, über deren Krankheiten und Zipperlein können sie stundenlang sappeln. Ich versuche da nicht mitzumachen. Wie steht das denn mit deiner Gesundheit? Och, gut. Gut. Künstlerin zu sein, das muss dich doch gar nicht zufrieden machen, ne? Ja, ab und zu mal. Du hast eine leere Leinwand vor dir, ein paar Pinsel und Farben und denn mit dem Mal hast du was zustande gebracht. Das Einzige, was ich zustande gebracht habe, ist Georg. Und da hatte ich einen Mitarbeiter. Da kann ich mich ja nur bei dir und deinem Mitarbeiter bedanken.
Grete, machst du einen Tee? Vielleicht später. Wenn's nicht so viel Mühe macht. Ich lese da gerade so ein gutes Buch. Das Grabmal der Kurtisane. Wunderschön traurig. Ich muss da erst mal weiterlesen. Gut, Grete. Tee, wann immer du willst. Danke. Georg? Danke. Georg, kannst du bitte mal reinkommen? Papa, was machst du eigentlich da oben? Das habe ich dir doch schon erzählt. Ich baue so einen Lütten AIKT. Oder KIAT? AKW? Auf jeden Fall kriege ich den Roboter zum Laufen. Ist das denn nicht alles viel zu wenig? Ach was, sowas machen Sie heute in der 7. Klasse. Da muss man mitmachen, Georg, nicht zurückbleiben. Du hast mich gerufen? Ja. Hast du mit deiner Mutter gesprochen? Was meinst du? Hast du mit ihr gesprochen? Natürlich habe ich. Ja, und? Hat sie irgendwas Merkwürdiges gesagt? Meine Mutter sagt nur merkwürdige Sachen. Ich glaube, sie hat Kummer. Das glaube ich nicht. Wenn ihr was auf der Seele liegen würde, dann hätte sie mir das erzählt. Georg, irgendwas liegt ihr auf der Seele und sie hat ihr das nicht erzählt. Süße, ich habe meine Mutter schon gekannt, als ich noch klein war. Wenn sie irgendwas hätte, wüsste ich das. Ihr Haus ist jetzt vollkommen frei von Krabbelzeug. Ja, und das schon die ganze Zeit lang. Das muss da also einen Grund für geben, warum sie hier bleiben will. Und ich verdüse, düse, düse, düse im Sauseschrift. Warum sollte meine Mutter Kummer haben? Ich spüre das einfach. Also ich spüre doch nix. Ja, das wundert mich nicht. Frauen sind nun mal sensibler als Männer. Ich bin nicht Männer, ich bin dein Mann. Mein Liebster, das war doch nicht persönlich gemeint. Das weiß ich, Süße. Wir reden doch nur miteinander. Natürlich, Liebste. Frauen können sich von Natur aus nun mal besser reinfühlen. Männer sind anscheinend mehr mit sich selbst beschäftigt. Kommt da eventuell Nummer 4 um die Ecke? Oh, hier kommt gar nichts um die Ecke. Ich ärgere mich da bloß ab und zu über, dass du ganz viel von dem, was um dich herum vorgeht, einfach nicht mitkriegst. Das ist Nummer 4. Du siehst das einfach nicht. Du bist oftmals so gar nicht bei der Sache. Beispiel bitte. Ja, also gut. Ich stelle dir eine Frage. Was machst du? Ich weiß nicht, was? Manchmal antwortest du nicht mal. Du schwebst einfach aus der Stube raus. Wirklich? Ich hänge neue Vorhänge auf. Was machst du? Ich weiß nicht, was mache ich? Nix. Du kriegst das nicht mal mit. Das wird eine lange Nummer 4. Ich habe eine neue Frisur. Du merkst zwar, dass sich da irgendwas geändert hat, aber du kannst mir nicht sagen, was. Ich verstehe. Ich muss das was sagen üben. Georg, ich meine das ernst. Ich habe mich schon gefragt, ob du das wohl mitkriegen würdest, wenn ich mir den Kopf kahl rasiere. Bitte stell mich nicht auf die Probe. Ich krieg das also gar nicht mit, was um mich rum vorgeht. Ah, vielleicht ist das der Grund, warum unser Sohn Michael sich überall gestoßen hat. Er hat das geerbt. Aber mein Liebster, das ist doch kein Grund, sich aufzuregen. Liebste, ich reg mich nicht auf. Ich bin ja gar nicht genug bei der Sache, um mich aufzuregen. Ich glaube, du hast da irgendwas in den verkehrten Hals gekriegt. Nee, wir reden nur miteinander. Oder haben wir schon Streit? Überhaupt nicht. Nee, Servomotor, ferngesteuert, XTP. Trotzdem meine ich, du solltest jetzt mal mit deiner Nummer 4 rausrücken. Du hast es so gewollt. Du bist elliptisch. Was ist das denn? Immer um den heißen Brei rum, indirekt. Das wundert mich nicht. Männer sind eben direkter als Frauen. Ich bin nicht Frauen. Ich bin eine Frau. Süße, das ist nicht persönlich gemeint. Aber Männer sind nun mal von Natur aus geradeaus. Beispiel bitte. Sie fragt ihn,
Machst du heute Abend chinesisch essen gehen? Nun hat er zwei Möglichkeiten zu antworten. Er kann sagen, ja, ich mach chinesisch essen gehen oder nee, ich mach nicht chinesisch essen gehen. Es sieht also so aus, als hätte sie ihm die Wahl gelassen. Aber nix da. Das kann Jahre dauern, bis er dahinter kommt, dass die Frage, machst du heute Abend chinesisch essen gehen, in Wahrheit heißt, ich möchte gern chinesisch essen gehen. Elliptisch. Ach komm, Björn. Du hast doch immer deinen Willen gekriegt. Zum Beispiel in den Ferien. Was ist mit denen? Ja, ich wollte nach Norderney und du wolltest nach Berlin. Und wo sind wir dann hingefahren? Ja, konnte ich ahnen, dass du wirklich nach Norderney willst? Na, ich hab dir das aber gesagt. Ja, wie mit dem chinesischen Restaurant. Elliptisch. Wieso kappeln wir uns eigentlich schon wieder? Wir haben doch über meine Mutter gesprochen. Nee, das ist ja ganz richtig. Du hast ja so recht. Ich komme da nicht immer mit raus, mit dem, was in mir drin vorgeht. Ja. Und ganz besonders, wenn ich an eine Sache denke. Das fällt mir einfach schwer. Kommt da noch mehr? Weißt du, bis jetzt war unsere Kabbelei ja ganz vergnüglich. Soll das auch so bleiben? Das kommt ganz auf die Einstellung drauf an. Ich bin bestens eingestellt. Georg, glaubst du, dass ich irgendwann ein Verhältnis hatte? Oh, meine Einstellung kommt aus der Balance. Dann wird's wohl doch nicht so vergnüglich. Wir wissen beide, dass du eins hattest. Helikopter! Ja, ich weiß, das ist schon lange her und das war nicht wichtig für dich. Ich bin da auch drüber weg. Aber jetzt mal zu mir. Wie sieht das bei mir aus? Komm, ich will das hier nicht. Als wir dieses Haus umgebaut haben, erinnerst du dich an die Baufirma? Ja. Der Chef ist oft hier gewesen und wollte gucken, wie die Arbeit vorangeht. Er hat mir Komplimente gemacht über kleine Sachen im Haus, für die ich gesorgt hatte und die du meistens gar nicht mitgekriegt hast. Er war einfach nett zu mir und er hat mich ernst genommen. Elli, ich will das nicht wissen. Eines Tages, die Arbeiter waren schon nach Haus gegangen und du würdest diesen Tag später kommen. Da habe ich ihn zum Kaffee eingeladen. Ich wollte mit ihm die Arbeit für den nächsten Tag besprechen. Wir wussten beide, dass das bloß ein Vorwand war. Du weißt, der Umbau hat ziemlich lange gedauert. Ja. Und jedes Mal, wenn ich wusste, dass du später kommst, dann haben wir uns zum Kaffee getroffen. Und mit der Zeit, da wurden unsere Gespräche immer persönlicher. Elli, um Himmels Willen! Eines Abends, er war gerade dabei und wollte Tschüss sagen. Da standen wir auf einmal ganz dicht voreinander. Ich habe gespürt, dass er mich küssen wollte. Und ich wollte auch, dass er mich küsst. Was glaubst du, Georg? Meinst du, ich hatte ein Verhältnis? Nun, ich hatte keins. Und weißt du auch warum? Nicht, weil ich das nicht gewollt hätte, sondern weil ich Angst hatte. Angst macht wohl einen großen Teil von meiner Persönlichkeit aus. Und warum erzählst du mir das jetzt alles? Weil du nie was mitgekriegt hast. Ich wollte dir zeigen, wie unsensibel du gegenüber meinen Gefühlen warst. Unsensibel. Ich habe mir immer gewünscht, du würdest da eines Tages von allein hinterkommen. Ohne, dass ich dir das sagen muss. Wie es aussieht, kann ich doch nicht hell sehen. Ja, war bloß so eine dumme, lütte, romantische Idee. Typisch Frau, mein Fehler. Ich bin froh, dass das jetzt raus ist. Schön. Zurück zu deiner Mutter. Ich glaube immer noch, sie hat Kummer und sie will uns das verheimlichen. Du solltest sie mal ansprechen. Werde ich machen. Wann? Bei der ersten Gelegenheit. Gut. Grete? Ja? Kannst du bitte mal runterkommen? Georg möchte gern was mit dir besprechen. Hier ist deine Gelegenheit. Was ist denn, Georg? Mutter, wir haben das Gefühl, dass dir was auf der Seele liegt. Nee, überhaupt nicht. Das glaube ich dir nicht. Elli! Da ist doch irgendwas. Also gut,
ich habe hin und wieder immer noch dieses Pieksen an der Seite. Aber du warst doch bei Dr. Wolf, oder? Natürlich. Und? Er hat mich von oben bis unten untersucht. Und, was ist dabei rausgekommen? Er hat zu Hause angerufen und wollte die Befunde durchgeben. Und wie sind die? Das weiß ich nicht. Wieso weißt du das nicht? Ich war nicht zu Hause, als er angerufen hat. Er hat bloß auf den Anrufbeantworter gesprochen, ich sollte ihn zurückrufen. Und? Hast du das getan? Nein. Wie lange ist denn das jetzt her, seit er angerufen hat? So etwa 2 Wochen. Was? Du hättest ihn auf der Stelle zurückrufen müssen. Ja, ich weiß. Warum hast du das nicht getan? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja auch der Grund, weshalb ich hierher gekommen bin. Ich bin eine alte, dösige Frau. Vielleicht bin ich auch bloß auf zu viele Beerdigungen gegangen. Auf jeden Fall wollte ich bei meinem Sohn sein, wenn die Befunde kommen. Mutter, du bist keine alte, dösige Frau. Ja, hier Böckmann, Dr. Wolf zu sprechen. Danke. Hallo, Dirk. Ja, hier ist Georg. Hast du zufällig die Befunde von meiner Mutter zur Hand? Jo, danke. Ja. Ja. Werd ich ausrichten. Ja. Dank dir. Tschüss. Alles negativ. Oh Gott. Mutter, du bist kerngesund. Na, siehst du wohl. Danke, Georg. Du sollst in 3 Monaten wiederkommen. Mutter, du darfst sowas nie wieder so lange mit dir rumschleppen. Ich mach dich nicht belasten. Das tust du nicht. Nun geht's mir ja wieder gut. Heute ist Pokerabend bei Edith. Nun geh ich wieder hin. Flasche auf der Hand. Ich geh schnell packen. Ihr seid mich ganz schnell los. Ich muss mich entschuldigen. Du hattest recht. Du hast das richtig gut gemacht. Danke. Weißt du, ich bin richtig froh, dass du mir all diese Sachen gesagt hast. Das freut mich aber. Elli, hättest du heute Nacht Zeit für mich? Was? Naja, das ist schon eine ganze Weile ja, her. Du weißt, ich kann das nicht mit unseren Eltern hier im Haus. Da drin ist das ein bisschen rummelig. Ach, lass mal, Gretel. Ich kümmere mich da schon drum. Danke, Elli. Danke für alles. Mach das gut, Gretel. Auf Wiedersehen, mein Sohn. Geht's dir gut? Bestens. Morgen ist Mittwoch. Da geht unser Kränzchen zum Friedhof Ohlstorf. Garten der Frau. Und hinterher Butterkuchen essen. Nun gehe ich wieder mit. Mit Vergnügen. Siehst du, eine ist schon weg. Tja. Elli, ich habe eine gute Idee. Hotel kommt nicht in Frage. Da haben wir mit aufgehört, als wir unser erstes Bett gekauft haben. Nee, ganz was anderes. Na? Dein Vater ist hier. Mhm. Wir rufen deine Mutter an und bestellen sie auch her. Denn ist ihr Haus leer und wir können dahin gehen. Ja. Elli. Elli Bergmann? Hallo, Mama. Bestell sie her. Ja. Ja. Ich frage ihn. Papa? Ach, du grüne Kurzfuß. Mama, ich rufe wieder zurück. Genau so gemacht, wie es hier drin steht. Glaub ich.
Aber Papa, das macht doch nichts. Das Zimmer, das musste so und so renoviert werden. Was ist schon eine kaputte Fensterscheibe, hm? Das ist noch gar nichts gegen die Explosion, die Michael damals mit seinem Experiment angerichtet hat. Die Hauptsache ist doch, dass dir nicht ernsthaft was passiert ist. Hm? Bergmann? Ach, hallo Mama. Das tut mir leid, ich habe es noch nicht geschafft, wieder zurückzurufen. Nee, hier ist alles in Ordnung. Ja, einen Augenblick, ich gebe ihn dir. Papa? Oh Mama, es tut mir leid, er ist nicht mehr da. Ja, ich werde ihm das ausrichten. Tschüss. Das ist gar nicht so schlimm. Das kriegen wir schon wieder hin. Ein paar Sachen müssen allerdings repariert werden. Wo ist Alfred? Ja, ich glaube, er ist rausgegangen. Wohin? Keine Ahnung. Also das wäre mir schon recht, wenn ich wüsste, wo es steckt. Ich weiß gar nicht, was ich da draußen wollte. Vater, ist alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Ich habe Mist gebaut. Vater, wir haben uns bestimmt unbewusst eine Explosion gewünscht. Du hast unseren Wunsch erfüllt. Dazu würde ich nicht Mist bauen lassen. Ja, ein Erfolg wäre das auch nicht gerade. Ich kann nicht mal so einen lütten Mega-Hexer-Dingsbums zusammenbauen. Sigi hatte recht. Papa, das war Mama eben am Telefon. Die Praxis von Dr. Wolf hat angerufen. Deine Cholesterin- und Prostata-Untersuchung ist fällig. Aber doch nicht jetzt! Ich hab weiß Gott andere Sachen im Kopf als meine Prostata! Was soll ich machen? Lass ihn sich mal erstmal beruhigen. Er ist mein Vater, aber so kann das nicht weitergehen. Er kann einfach nicht länger hierbleiben. Das ist hier doch ein Irrenhaus. Bergmann. Ach, Mama. Wir haben doch gerade eben erst miteinander gesprochen. Ja. Ja, ich habe ihm das ausgerichtet. Nein, er geht da nicht hin. Ja, das ist seine Revanche. Du gehst nicht zum Zahnarzt, er geht nicht zu Dr. Wolf. Nee, Mama. Nee, das tut überhaupt nicht nötig. Du wirst auf gar keinen Fall hierher kommen. Mama, sie kommt. Allerbest, dann ist ihr Haus ja nun leer. Georg, ich werde mit ihm reden. Gut. Du darfst jetzt weglaufen. Wenn du mich brauchst, ich bin draußen. Hm. Ja. Oh, hallo, Sigi. Ja, einen Augenblick. Papa? Sigi ist am Apparat. Ich bin nicht hier. Er sagt, er ist nicht hier. Wenn er sagt, dass er hier ist, dann werde ich ihn bitten, Sie anzurufen. Tschüss. Papa? Ich muss mit dir schnacken. Schnack. Du hast doch Kummer. Nee, wieso? Ich jag zweimal in der Woche Schlafzimmer in die Luft. So kann das nicht weitergehen. Du hörst mir ja gar nicht richtig zu. Ich hab gesagt Schnack, ich hab nicht gesagt, dass ich zuhöre. Aber du musst zuhören. Du hast dein Versprechen nicht eingehalten. Was denn für ein Versprechen? Du hast versprochen, du wolltest unsichtbar sein. Ach, wie kann ich mich denn unsichtbar machen? Ja, eben. Und weil du das nicht kannst, kannst du auch nicht länger hierbleiben. Wie soll ich das verstehen? So, wie das gemeint ist. Du lässt also deinen Vater wissen, dass er im Haus seiner Tochter nicht willkommen ist. Du bist willkommen. Du kannst zu Besuch kommen, du kannst zu einem Abendessen kommen, du kannst zu allen möglichen Gelegenheiten kommen. Aber du kannst dich hier nicht einfach festsetzen. Du schmeißt mich also wahrhaftig raus. Ich schmeiß dich nicht raus. Ich meine bloß, es wäre besser, wenn du jetzt gehst. Ach, dann schreibst du mir nun also vor,
was ich tun soll. Ich schreib dir nicht vor, was du tun sollst. Ich schlag dir doch bloß was vor. Dir hat es nie gefallen, wenn ich dir was vorgeschlagen habe. Ja, du hast mir ja auch nie was vorgeschlagen. Du hast mir ja immer was vorgeschrieben. Ja, aber ich hab dich niemals rausgeschmissen. Papa, was ich dir vorschlage, das ist doch nur zu deinem Besten. Ja, woher willst du denn wissen, was für mich das Beste ist? Ja, und woher hast du immer gewusst, was für mich das Beste ist? Papa. Ich weiß, was hier los ist. Ich weiß das ganz genau. Was denn? Du willst mich unter deine Fuchtel kriegen. Du meinst, ich hatte dich unter meiner Fuchtel und jetzt willst du mich unter deiner Fuchtel haben. Nein, Papa. Es tut mir leid, das zu sagen, aber das ist die reine Rache, die Rache einer Tochter. Ach, das stimmt doch überhaupt nicht. Ach, du schmeißt mich also nicht nur raus und schreibst mir vor, was ich tun soll. Nein, du streitest es auch noch ab. Ist gut, ist schon gut, ich habe verstanden. Wenn ich hier nicht willkommen bin, dann werde ich auch nicht bleiben. Ich werde gehen, auf der Stelle. Ich packe nur meine Sachen. Aber ich werde nicht wiederkommen. Nicht zum Abendessen. Nicht zu Besuch. Und schon gar nicht zu allen möglichen Gelegenheiten. Papa, ich will ganz ehrlich sein. Mama hat recht. Du solltest dich nicht um die Zukunft in 100 Jahren quälen, sondern um die, die direkt vor dir liegt. Das ist deine Zeit. Eine Zeit, die du mit all deiner Kraft und mit all deiner Lebensfreude ausfüllen solltest. Ja, und das bloß mit Sachen, von denen du auch was verstehst. Und die dich nicht in die Bedrulle bringen. Shit. Georg? Georg, du kannst wieder reinkommen. Manchmal ist das wirklich schwer, Mensch zu bleiben. Besonders in diesem Haus. Tja. Ich konnte nicht anders. Ich habe doch noch mal einen Blick ins Atelier geworfen. Fein gemacht, Süße. Danke. Wirklich. Noch ein Kunstwerk. Ich bin froh, dass sie dir gefallen. Das war bestimmt asig schwer. Ach nö, ging eigentlich ganz einfach. Naja, wenn man wirklich Talent hat. Ja, eben. Haben Sie schon Titel? Bis jetzt noch nicht. Ich hab einen. Weißer Hirsch im Schnee sich totstellend. Ich dachte eher an weiße Wolke, Ausschnitt. Das leuchtet ein. Sonst ist es ja nicht so gut, wenn Künstler zwei Bilder malt, die genau gleich sind. Das ist natürlich ganz was anderes, wenn das Motiv originell ist. Ja, das stimmt. Die neue Schule des nihilistischen Expressionismus. Nein, das wohl eher nicht. Und wenn das schon eine Schule ist, dann ist die Schule jetzt aus. Süße, ich verstehe das nicht. Ich weiß. Willst du mir das nicht erklären? Nicht jetzt. Nimm dir was zu trinken. Ich mach nichts trinken. Also meins kriegst du auf jeden Fall nicht. Elli, da drin steht eine Leinwand neben der anderen. Was hast du die ganze Zeit da drin gemacht? Ja, was denn wohl? Ich habe Leinwände aufgezogen. Ja, das sieht so aus. Ja, das muss man so machen, bevor man malen kann. Du hast nicht einen einzigen Pinselstrich gemacht, oder? Oh doch, sogar viele. Und wo sind die? Verschwunden. Zuerst habe ich sie alle raufgemacht und dann habe ich sie alle wieder weggemacht. Kannst du mir das erklären? Natürlich. Kann ich das hören? Nee. Was soll ich machen, das selbst rausfinden? Georg, ich habe kein Bild gemalt. Nicht ein einziges. Warum können wir das nicht einfach dabei lassen? Weil es keinen Sinn macht. Du hast gesagt, du lässt dich durch nichts davon abhalten. Ja, das stimmt. Du hast zu Ralf Gutlepp gesagt, dass du gut bei der Sache bist. Ja, ich glaube, sowas habe ich gesagt. Ja, aber... Ach, verdammt noch mal jetzt. Hör doch auf, mich so zu löchern. Ich löcher dich nicht. Ich versuche bloß rauszufinden, was du diesmal für eine großartige Ausrede gefunden hast, warum du deinen großen Traum nicht wahrmachen kannst. Manchmal, da kannst du sowas von gemein sein. Gemein? Was für eine Nummer ist das denn? Das ist die Nummer, die gleich hinter der Nummer kommt, die sagt, wie schicken dicknäsig du sein kannst. Dicknäsig? Ich werde ja immer besser, je länger die Liste wird. Georg, ich werde dir das erklären, wenn ich Lust dazu habe. Und wenn nicht, dann nicht. So. Wo willst du hin? Weg. Warum? Weil ich das hier nicht mehr aushalte. Dann wirst du das aber verpassen, wenn ich das alles nochmal zusammenzähle.
A, ich bin nicht bei der Sache. B, unsensibel. C, gemein. Oh, das kann ich auch. A, ich bin elliptisch. B, ich erinnere mich an zu viel. Und C, ich denke mir Ausreden aus für das, was ich tue oder was ich nicht tue. Elliptisch ist nichts gegen gemein. Und sich gut erinnern kommt nicht an dicknäsig ran. Tut mir leid, meine Süße, aber ich habe gewonnen. Meine Fehler sind schlimmer als deine. Ja, das kann man wohl so sagen. Na wunderbar. Solange wir in unserer Ehe bloß Blabla geredet haben, war alles gut. Sobald wir der Sache mal auf den Grund gehen, sieht's nach Trennung aus. Was ist das also, wo du auf raus willst? Ich will auf gar nichts raus. Ja, warum hast du das denn gesagt? Das ist mir so rausgerutscht, weil du in der Tür gestanden hast. Also gut, ich bin einverstanden. Mit was? Mit dem, was du willst. Was will ich denn? Eine Trennung auf Probe. Du hast recht. Vielleicht ist das wirklich eine gute Idee. Na los, dann geh doch. Geh und pack deinen Koffer! Hört mal! Habt ihr beide den Verstand verloren? In unserer Familie laufen wir nicht vor den Problemen weg. Wir reden miteinander, aber wir kriegen es nicht in die Haare. Wir begegnen einer dem anderen mit Respekt und Verständnis. Trennung auf Probe, ihr habt ja wohl einen auf der Lucke. Moment mal, rede ich nun mit euch oder mit mir? Ich habe ja selbst einen auf der Lucke. Ich hätte wirklich zu diesem Vortrag über Senilität gehen sollen. Sie hätten mich da als Musterbeispiel aufs Podium stellen können. Alfred! Augenblick, Georg, lass mich. Papi, was ist los? Rede mit mir. Als ich noch Lütt war, wenn mir da irgendwas auf der Seele lag, weißt du, was du da immer zu mir gesagt hast? Rede mit mir, mein kleiner Engel. Ja, damals hast du noch mein kleiner Engel zu mir gesagt. Als du dann endlich begriffen hattest, dass ich gar keiner war, da hast du damit aufgehört. Also bitte, Papi, rede mit mir. Ich weiß nicht. So Knall und Fall ist man 80. Ich weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Bin ja noch nie 80 gewesen. Dann, was heißt es denn schon 80? Das ist nicht nur eine Zahl. Was denn? Nein, nein, mein kleiner Engel, das ist das Alter und die Welt. Die Welt, die mir so langsam aus den Händen rutscht. Früher war sie mir vertraut und jetzt bin ich manchmal so unsicher. Ich will mit der Zeit gehen. Ich hole mir Zeitschriften, moderne Technologie für Anfänger und sowas. Aber nicht mal das verstehe ich. Und dann die Abkürzung, PDA, WDM, SMS. Und wenn ich das alles in meinen Kopf reingekriegt habe, dann ist es schon wieder überholt. Autos reden neuerdings mit dir. Autos, mit denen ich groß geworden bin, die waren still. Und unaufdringlich. Jetzt sabbeln sie dir ein Loch im Bauch. Wenn möglich, bitte wenden. Das dauert nicht mehr lang, dann kannst du mit deinem Kühlschrank snacken. Wieso wollte ich einen Roboter bauen, wenn ich nicht mal die Stromrechnung verstehe? Aber Papa, kein Mensch versteht die Stromrechnung. Nee, nee, keine Angst. Mein kleiner Engel, Roboter werden nicht die Welt beherrschen. Das ist Blödsinn. Naja, vielleicht in einer Million Jahren. Und dann Künstler werden wir immer brauchen. Also keine Bange. Wenn hier einer unnütz und aus der Zeit ist, dann bin ich das. Aber Papa, das gibt so viel um dich rum, was nicht aus der Zeit ist. Familie, Freundschaft, Freundlichkeit, Anstand und Liebe, die wird das immer geben. Du hast das alles in dir und ganz ohne Abkürzung. Was Neues lernen, das ist wunderbar, aber die Welt um dich herum, die ändert sich doch mal. Das heißt aber doch nicht, dass du dich auch ändern musst. Versuch doch nicht, was zu werden, was du gar nicht bist. Bleib einfach du selbst. Ich verstehe. Du meinst also, ich bin wunderbar, so wie ich bin? Ja, natürlich, Papa. Du bist wunderbar. Papa, geh nach Haus zu Mama.
Ihr geht schön essen, trinkt einen guten Wein und erinnert euch an die guten alten Zeiten. Das kann ja direkt gefährlich werden. Siehst du, das ist noch was, was nicht aus der Mode kommt. Das ist doch schön. Das war wunderbar, so mit dir zu schnacken, mein kleiner Engel. Du, sie sagt wirklich wunderbare Sachen. Ich weiß, mir hat sie auch allerhand gesagt. Das ist Mama. Ja, ja, lass mich. Ja, ja. Alfred! Sag erst mal nichts. Die Trennung auf Probe ist zu Ende. Gott sei Dank. Besser die, als wenn du. Zahnarzt? Nee. Prostata? Nee. Dann haben wir beide genug zu tun, wenn wir wieder zu Hause sind. Na, Georg, hast du gut zugehört? Eines Tages wird dir das alles bekannt vorkommen. Sag mal, du hast dich ja so schick angezogen. Wo willst du denn drauf los? Ja, ja, da kommst du nie nicht drauf. Ich hab Karten fürs Musical. Die Schöne und das Biest. Das hast du gut gemacht. Danke. Ich hab wirklich was mitgekriegt. Trennung auf Probe ist keine Lösung. Da bin ich auch hintergekommen. Gut. Ich bringe Sie wieder ins Atelier. Ich werde dir keine Fragen mehr stellen. Die Angelegenheit ist abgeschlossen. Georg, ich möchte dir das jetzt gerne erklären. Du weißt, ich hatte immer einen großen Traum. Ich wollte mir einen Namen als Malerin machen. Ich habe immer gedacht, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann würde ich wieder zu meiner Malerei zurückkommen. Ja. Vielleicht sogar mit einer eigenen Ausstellung in einer bekannten Galerie. Genau das hast du doch nun geschafft. Ja, ich weiß. Aber jetzt ging mir das auf einmal so wie meinem Vater. Ich habe mich gefragt, bin ich aus der Zeit? Bin ich denn in dieser Welt von der Malerei eigentlich noch zu Hause? Jetzt ging das um was. Ja. Und da war sie dann wieder, die alte Angst. Ich habe keinen Pinselstrich zustande gekriegt. Alles in mir drin, das war wie eingefroren. Alles, was ich anzubieten hatte, das war weiße Wolke, Ausschnitt. Süße, wir müssen bloß einen Weg finden, wie wir dich wieder auftauen. Gib das denn ein? Bestimmt. Ach. Du musst dir nur sagen, was du deinem Vater gesagt hast. Du hast so viel Herz, so viel Fantasie. Sei, wie du bist. Steh zu deinen Gefühlen. Mal, was dir gefällt. Und wenn den anderen das nicht gefällt, dann sollen sie dich an die Füße fassen. Georg, du bist genau wie mein Vater. Eigentlich wunderbar. Genauso wie du. Möchtest du mich immer noch nackig sehen? Nicht bloß sehen. Mal gucken, was sich da machen lässt. Keine Angst, ich werde euch überhaupt nicht stören. Hab ich vergessen. Zum Glück hat er nicht vergessen, dass er hier nicht mehr wohnt. Dein Wort in Gottes Ohr.